Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu diesem Video. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Bunker von einer Pinch-Bamak-Anlage 1. Die Sirene wurde demontiert, aber als Gedenkstätte soll der Bunker noch da sein. Ja, ich würde mal sagen, ich gehe da hin, dann schauen wir uns das mal an. Hey Freunde, ich bin jetzt hier am Ort des Geschehens. Ich habe hier jetzt nach einer halben Stunde circa nicht wirklich was gefunden, was nach einem Bunker von einer alten Pinch-Bamak-Anlage 1 aussieht. Also es gibt hier nur so ein paar Sachen, wie hier zum Beispiel so alte Gulli-Deckel oder vielleicht keine Ahnung was ist. Auf jeden Fall, die sind hier überall. Da ist noch einer und da ist noch einer. Und dann ist hier noch sowas. Hier, der wurde auch von oben zugemacht, nochmal extra. Dann ist hier noch einer. Also ich weiß jetzt nicht, ob das was mit der alten Pinch-Bamak-Anlage 1, die hier mal gestanden hat, zu tun hat. Aber laut Kartenmap soll die auch da vorne, genau da, hier auf dem Platz gestanden haben und nicht hier. Deswegen gehen wir einfach mal davor. Da habe ich nämlich auch was ganz Interessantes gefunden. Ach ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es wisst, ob das was mit den Gullideckeln zu tun hat oder mit dem hier. Weil hier ist so eine Betonschicht, da sind hier Metallgitter, das ist auch zugemacht. Nur das sieht hier innen drin sehr nach Bunker aus. So. War heller. Dunkler. Also man sieht jetzt nichts, aber es sieht mir schon sehr nach Bunker aus. Es könnte natürlich sein, dass das hier der alte Bunker von der Pinch-Bamak-Anlage 1 ist. Schreibt es aber einfach mal in die Kommentare, weil hier ist auch noch so ein alter Regenabfluss, so eine alte Rinne. Oder die ist hier unterbrochen und geht da unten weiter. Und hier ist es so halt so Holz, damit das ist alles, damit die ganze Erde nicht runter auf die Straße bröckelt. Also Freunde, ich weiß es nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob es was hier mit zu tun hat oder mit den Gullideckeln. Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt hier was Größeres, Schöneres erhofft. Es wäre natürlich geil, wenn die noch stehen würde. Ja, und ich würde sagen, war's mit dem Video. Wir sehen uns nächste Woche Freitag bei einer Sirenenprobe, glaube ich, 12 Uhr. Schaut vorbei. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like dazulassen. Das war's und ciao.